Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Rise of the Republic. Wir sind eigentlich relativ weit, beziehungsweise wir sind fast am Ende des Let's Plays angekommen. Und ich finde es eigentlich ganz... Ja, jetzt kann sie auch mal endlich töten, aber jetzt haben wir keine Gegner mehr quasi. Also wir gehen jetzt noch Richtung, also wir müssen noch die Region, diese Region, Besitzerregion platt machen und dann gehen wir hier rüber. Und ich weiß noch nicht, ob wir Syrakus angreifen, vielleicht, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil wir es nicht brauchen. Genau, wir müssen die drei Gebiete noch durch Klientelkönigtum oder Militärbündnis besitzen. Und ich glaube, das können wir dann uns erkaufen. Wenn nicht, gehen wir einfach mit unseren Armeen Richtung Top. Und das würde ich wahrscheinlich auch, ja, weiß nicht, ob ich das zeigen würde. Weil das wird wahrscheinlich nur noch automatisch, also die Armeen sind jetzt so weit, dass sie da oben einfach nur durchrauschen, weil der Gegner steht einfach da und, oder also mein Verbündeter noch, steht einfach nur da und bekommt ja keine, keine Erfahrung. Und meine sind halt schon Gold, was weiß ich, oder Silber oder Bronze. Gut, ich werde mal gucken, warte, ne. Ich werde mal gucken, genau, hier müssen wir die Triari hochpushen. Der kann noch nicht gehen, die kann wieder gehen. Die latscht mal hier rüber. Der wird aktiviert, der wird aktiviert. Der... ja, das ist halt... ja, okay, der bleibt mal kurz da. Der geht Richtung Bottom. Ah, okay, der hat nur einen. Ja, egal. Dann wird der wahrscheinlich die nächste Runde... Terina angreifen, dann werde ich den Wolfpack da runter schicken. Das passt schon. Ah, genau, hier drüben hatten wir noch einmal das da und das da können wir ja, nee, nicht mehr machen. So, der da drüben bleibt da und weiter geht's. Hermes liebt den Handel. Wollt ihr also auch beliebt werden, solltet ihr mit uns handeln. Ja, okay. Dann werde ich die auch nicht angreifen, sondern Klientelkönigtum aus denen machen. Wenn unser nördlicher Verbündeter mit mir Militärbündnis macht, dann wird er wahrscheinlich auch ups, Entschuldigung. Was war denn das? Das war rhetorisch. Ich weiß, was das war, weil ich es war. Wahrscheinlich hat man das gar nicht gehört. Ich habe meinen Lautsprecher leiser gemacht. Weil ich bald... Also ich spiele gerade mit Lautsprechern, weil ich keine Kopfhörer tragen kann. Ja, schon wieder ein Kind. Hohe Sezession. Ja, okay, das interessiert uns... Wupsi. Wupsi. Dann werden wir hier oben mal eine Armee aufstellen. Machen wir mal nur Kavallerie. Eine vollkommen kavalleristische Armee. Gut.
Hohe Chance auf Sezession, das finde ich jetzt eigentlich 62%. Wieso? Wir uns für Alter Loyalität sichern. Loyalität sichern. Loyalität sichern. So, 29, passt. Schau mal, wie viele Kinder ich habe. Alter. Warte, 4, 8, 12, 16. Entschuldigung. 16, 19, 22, 23, 27, 30, Alter, 33. Die wollen mich doch verarschen. 33. Und der kann auch schon wieder heiraten. Junge, Junge, Junge. Bei den anderen Let's Plays muss ich schauen, dass ich Kinder bekomme. Und hier habe ich 33. Gut, also. Genau, der marschiert runter. Was macht denn der da? Der marschiert auch runter. Der marschiert nach rüber. Ja, komm. Die marschiert auch noch rüber und die marschieren nach rüber. Der wird aktiviert. Der marschiert nach da. Der kann eigentlich jetzt. Eigentlich brauche ich nicht alle nach drüben schicken. Weil, ja, warum? Ah, warte. Hier können wir einen Tempel bauen. So. Okay, dann bauen wir hier noch mal Triarii hier. So. Gut, dann habe ich noch irgendwo einen, der da 30%. So. Wegen dem neuen Let's Play oder beziehungsweise neuen Total War Three Kingdoms. Da werde ich jetzt noch nicht gleich anfangen. Also beziehungsweise wenn diese Folge jetzt raus ist, komm, das können wir schaffen. Wenn diese Folge raus ist, ist Total War Three Kingdoms wahrscheinlich schon längst draußen. Und genau, ich werde es nicht gleich von Anfang an spielen, weil ich, wie ihr wahrscheinlich wisst, gerade Meisterprüfung habe. Das geht noch ein bisschen. Und ich würde es danach spielen. Also quasi ab dem Sommer fange ich dann damit an. Und ja, ein bisschen spät, aber ja, was soll ich machen? So. Ja, nee. Warte, ich mach das so. 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 Und vorspulen, bitte. Wie viel Bonus haben sie denn beim Sturmangriff? Haben nur 35. Also nicht wirklich viel. Ja, das waren starke Salben. Und ihr selbst. Oh Gott. Eine komplette Salve für einen Bobbes. Okay, der greift nicht an. Ja, muss ja nicht, ne? Wieso greifen die nicht an? Ah, jetzt greifen die an. Sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Nein, oh Gott. Sind die dumm. So. Mal kurz Szenenwechsel hier. Das ist sehr schön, dass er hier so reinschneidet. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre Gesamt... Unser General wird angegriffen! So, schön in den Rücken. Und dann... greift ihr mal an. Ja, genau das ist die Stärke der Römer. Nahe zusammenstehen und ja, das war auch das war auch der Grund, warum die eigentlich fast alle Schlachten gegen zum Beispiel Britannien gewonnen haben, weil die Briten hatten sehr, sehr gute Kämpfer, die auf Langschwerter spezialisiert waren. Und die konnten in so einer Formation oder so einem Wurstel nicht arbeiten oder Breitaxt. Das geht nicht. Man braucht dafür Platz. Und die Römer waren wirklich dafür ausgelegt. Eng zusammenzuarbeiten und dementsprechend waren die gut dabei. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na gut dabei. Also die konnten halt richtig schön den Gegner zusammen fächen und dann mit ihren Gladius oder Gladia, also Mehrzahl von Gladius, weiß ich gar nicht, konnten sie eben vernichten. So, sehr schön. Ach, sieh mal einer an. Da hat noch jemand was. Und zwar Munition. Ach, es regnet? Ja, krass. Deswegen konnte ich hier keinen brennenden Schuss machen. Schade. So, ja, das können wir ein bisschen schneller machen jetzt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Tja, kann ich so unsere Armee for the win.
Das ist halt das Krasse, sobald man in den Rücken von einer Einheit kommt, die ja, die routet so schnell. Das ist echt krass. So, ich versuche nochmal den General zu töten, aber ja, wird wahrscheinlich ein ja, nee, das schaffe ich nicht, aber ja, es ist ja egal. Ja, 2, 2, 7, 3, 3, fast 3, also jo, läuft, ne? Das läuft ganz gut. 160 verloren. Wer war bei denen so gut? Ja, Bogenschützen. Die anderen nicht. Aber also, ja, wenn ihr so eine große Armee habt, ja, spielt sie aus. Also von allen Seiten. Ich meine, ich hatte nur 5 Nahkampfeinheiten und 4 Fernkampfeinheiten. Und ja, von allen Seiten einfach angreifen. Genau. Triumph, Fraktion vernichtet. So wird erwachsen. Invasionsstreitkraft geht an Land. Das ist eine Streitkraft, okay. Ende des Let's Plays. Macht Region den Erdbewohnern gleich. Geht das nicht? Dann muss ich wohl nach da. Oh, oh, hallo. Dann gehe ich nochmal hier zurück. Du gehst nach da. Genau, du hebst nochmal Patriarii. Aus. Okay, 54, also brauche ich noch ein paar. Hier habe ich eigentlich ja, nochmal Triarii. Du da. Auch Triarii. So, sehr schön. Ach, du könntest die sogar bekommen. Hallo. Hier sind die Bösen. So. Genau. Das könnte ich jetzt alles umbauen. Nee, kann ich nicht. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Das brauche ich nicht. Warte, das kann ich. Das kann ich. Das kann ich, das kann ich. Minus Korruption ist immer ganz gut. Also, das da. Hier. Yeah. Tabularium. Das ging. Korruptioni. Ja, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Hier ein bisschen mehr Kohle. Hier ein bisschen mehr. So. Dann können wir mal schon mal fragen, wie viel der. Seid willkommen. Die Zeichen stehen günstig und ich ziehe euer Angebot. Niedrigzahlung. 9000. Oh, 100. Wupsi, okay. Ich habe nur noch 100. Dann warten wir mal auf den nächsten. Warte, wer hat von mir der da und der da? Okay, aber der bekommt natürlich was.
Kinder bekommen. Ich habe ja so wenige. Ja, egal. Das ist jetzt, ja, am Ende vom Let's Play ist es eigentlich, beziehungsweise ein ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil. Ja, und nun ich klettert ihr an Bord. Ja. Frieden anbieten, wie ich einen Ertrinkenden Frieden anbiete. Der war schon, dass ich ein bisschen größer bin und dass ich ihn gerade die seine ganze sein ganzes Land abgezwickt habe. Naja, anscheinend nicht. Neapolis, was ist los bei dir? Was geht? Echt jetzt? Ah, der hat ein paar Einheiten ausgehoben. Ja, die da sind kacke. Nee, dann mache ich automatisch. Und hol mir dann mit dem Wolfpack die Provinz zurück. Jetzt muss ich halt wirklich. So, jetzt muss ich mal schauen. Also, wir haben eine Sezession natürlich. Gut, hier. Ja, hier habe ich keine Armee mehr. Super. Hier mache ich mal. Hier mache ich mal sowas. Anheuern. Los. Die da. Ach ja. Siedlung verloren. Genau, die hole ich mir jetzt auch schwuppdiwupp zurück. Warte mal. Okay, die 501. kann hier hingehen. Die schnappt sich das mal kurz. Besetzen. Ich hätte es ja zwar auch unterwerfen können, aber nee. So, jetzt muss ich die halt jagen, aber das geht ja auch. So, Gewaltmarsch bitte. Hier rüber schnabulieren. Schnabberadatsch. So, bitte auch. Genau, hier mache ich noch. Lass mich mal kurz überlegen. Ein Kanal ist immer wichtig für Großstädte. Forschungsrate. So. Haben wir hier noch irgendwelche feindlichen Armeen jetzt? Hier ist eine. Hier ist die römischen, sind die römischen Abtrünnigen. Aber haben wir noch eine? Ja, da oben. Das habe ich nämlich gedacht. Genau, das ist Region. Okay. Dann schauen wir mal kurz da hoch. Das ist nämlich ein bisschen nervig, aber ich habe hier. Ja, komm. Die da sind gut befestigt. Die haben halt hier alles nur so ganz normale. Und hier bringt es nicht mehr, eine Armee aufzustellen, weil das. Oder doch. Würde sogar. Ihr würde sogar nicht. Weil das ist. Oder würde sogar. Nee, würde nicht. Entschuldigung. Ja, weil das da komplett ist eine Provinz und pro Provinz kann man nur eine gewisse Zahl an Leutchen rekrutieren. Deswegen würde das jetzt keinen Sinn machen, weil ich da schon eine Armee rekrutiere. Gut. Dann weiter geht's.
Ich spare mal ein bisschen, damit ich unseren Kumpel da oben ein bisschen. Ah, ich hab das da vergessen. Unseren Kumpel da oben zum militärischen Bündnis überreden kann. Ja, jetzt fängt es wieder an. Deswegen brauche ich da schön viele Attentäter. Was ich cool finde bei Three Kingdoms, beim neuen Warte, hat der mir jetzt auch den Neapolis hat mir den Krieg erklärt? Echt jetzt? Wow. Okay, dann mache ich die Neapolis halt doch platt. Genau, bei Three Kingdoms gibt es keine Agenten mehr. Und das ist anscheinend ein bisschen knifflig, dann eben vorauszuschauen. Also so Spione sind fürs Scouten schon sehr gut. Das ist dementsprechend nicht ganz so super. Aber was anscheinend gut ist, ist, dass ja, man kann das also so wie ich es verstanden habe, können die Generäle so ein paar Skills, also so, Entschuldigung, so eben, ja, wie der Veteran, die. Alter, der geht echt in meine Flanke rein. Wie der Veteran eben die Moral boostet und so also weiter. Und, ne? Fähigkeit gibt. So. Ah, der General ist auch ein. Ist auch ein. Galoppierer-Heini. Ist zum Beispiel auch ein Trick, den ihr machen könnt gegen KI-Plänkler-Kavallerie. Immer daneben zielen, weil dann checkt er nicht, dass ihr eigentlich wirklich ihn angreift. Ein bisschen bescheuert, aber okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt warte ich mal, bis der zu mir kommt, also hier reingeht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Interessant. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition Ui, das verbraucht. war krass. Das war gut. Wieder in den Rücken fallen. Juhu. Die halten noch aus, ne? Ja. Ist noch gut. Schildstärke, genau. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition Ja, verbraucht. wo bist du? Da bist du.
Unser General wird angegriffen. Bitte Geschwindigkeit! Bereit zum Einsatz. So. Ah, bisschen. So, schön die Fernkämpfer da reindrängen. Nicht so zurück. Hier geht jetzt volle Kanne rein hier. Wollt ihr den mal töten? Schon, oder? Auch interessant ist beim neuen Total War, ist, dass pro Armee gibt's, ich glaube, bis zu 3 Generälen, die alle verschiedene Einheiten rekrutieren können. Und also quasi Stratege kann Artillerie und so Fernkämpfer bauen und Krieger kann, glaube ich, Kavallerie, also da muss ich mich noch reinwuseln. Aber scheint sehr interessant zu sein. Was ein bisschen blöd ist, habe ich schon im Bericht gelesen, ist, dass ja, dadurch, dass alles in China spielt, gibt es kaum Einheitenvariationen. Also es ist vor allen Dingen am, also gegen Ende wirklich, was ist denn los? Gegen Ende wirklich, ja, Mirror-Matches, also quasi, ihr habt dieselben Einheiten, dieselben Armeen wie der Gegner. Und das stelle ich mir schwer vor. Aber, ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Und vor allen Dingen kann man wieder, also Diplomatie ist da sehr groß geschrieben anscheinend. Also man kann auch Gebiete anbieten und so weiter, also das scheint schon sehr komplex zu sein. Und biet den nochmal raus. Seid ihr noch fit? Ja. Easy. Warte, starte ich mal da hin. Ja, ein paar sind durchgekommen. Das passt schon. Rein und raus und rein und raus. So. Nochmal. So, jetzt fängt es langsam an. Beziehungsweise, ja. Noch nicht ganz so optimal. So, jetzt wanken aber alle.
Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Genau. So, Errungenschaft freigeschaltet, Blut durchtränkt. Interessant. Weiß nicht, was das bedeutet. 400 verloren, 1600 getötet. Ja. Neapolis hätte sich zweimal überlegen sollen, wen er angreift. Hahaha. Vor allen Dingen mit so einer Strategie. So. Lassen wir mal frei. Dann kann er über seine Fehler. Echt jetzt? Dann nochmal. Gut, aber das spielen wir dann die nächste Folge. Genau, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.